Servus Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, dann unterstützt den ganzen Bums hier doch gerne mit einem Abo und einem Daumen nach oben und mit einem Kommentar und dem Aktivieren der Glocke. Und jetzt viel Spaß mit einer heutigen Folge Final Fantasy 13. Auf die Fresse! So, ich bin richtig motiviert, ich hab Bock, hoffe ihr auch. Dass sie immer auf Hope losgehen müssen, ne? Was hat der euch eigentlich getan? Jetzt mal ganz... Ihr habt ja wohl eine Waffe. Lasst gefälligst den armen Hope in Ruhe. Also, was hat er sich selbst geheilt? Ja, Hope, dann machen wir kurz mich. Und dann testen wir das Sturmkommando. Weil Lightning ist ja auch im physischen Angriff richtig gut. Und wir sehen hier auch gleich, warum. So. Aua! Wie hast du mich denn jetzt erwischt, Kollege? Aus der Luft geschossen. Drecksack. Ach, der blockiert. Deswegen nimmt er auch wenig Damage. Und du weißt, was denn immer mal auf die... Mal nicht die komplette Heilungsoffensive starten. Dann muss man Hope in Ruhe machen lassen. Hier wird nicht geheilt, Kollege. So. Und dann wieder auf das Sturmkommando. Oh, Trocki. Vernichtung. Ja, Hope lernt Hast leider erst sehr spät. Es nervt mich ein bisschen. Aber ist nicht zu ändern. Ja, war nicht optimal, war ich selber. Ich wollte es aber mal ausprobieren. Okay. Ja, noch mehr von euch. Kann ich euch irgendwie ein bisschen überraschen? Nee. Das sind zu viele, ich kann die nicht überraschen. Aber da sind diesmal Damen dabei. Ulala, hallo. Ach ja. Flächenangriff mit Aquara, sehr gut. Aber nicht, wenn sie in der Luft. Sag mal, Hope. Jetzt mal. Ganz im Ernst, ne? Was zum Teufel? Schaffst du da eigentlich dauernd? Ich habe das Gefühl, dass die Gegner echt das gegen Hope haben. Jetzt langsam mal. Jetzt hauen wir den mal eben unter die Glocke. Ja. Schön mit Rundumschlägen reinzimmern. Ist auch immer eine gute Idee. Ja. Und last but not least. Weißt du was, da gehen wir wieder auf den Blitzschlag hoch. Schön. Noch ein bisschen verheeren. Merkt man das nämlich ein bisschen nerven, die Gegner hier? Ich hoffe doch. Kugel! Kugel! Wo müssen wir überhaupt lang? Ah, okay, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Die gehen mir voll auf die Nerven. Merkt man das? Ich greife sie trotzdem weiter an. Ey, Kristallpunkte, ne? Kristallpunkte. Was soll ich sagen? Es ist halt doch irgendwo wichtig. Ich habe mit meinem Boomer ein bisschen gerechnet, was wir so alles bräuchten. Hope erlernt hast erst auf Kristallium Stufe 9 für 20.000 Kristallpunkte. Also der Punkt alleine. Und Stufe 9, um dann nur die Hauptrollen voll zu kriegen, kostet uns insgesamt fast 1 Million. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, jeden Gegner mitzunehmen. Oder möglichst jeden Gegner. Aber das ist ja immer so, ne? Auch beim kommenden Paper Mario oder Legende vom Eruntor werde ich nicht drum rumkommen, hin und wieder mal extra Schichten einzulegen. Auch und gerade wegen Münzen. Wir wollen uns ja die besten Orden holen.
Ich werde aber kein Danger Mario dann spielen, weil erstens kann ich das nicht und zweitens das Setup da. Uff. Das ist ein bisschen, was ich mir dafür tun muss. Auch wenn es nicht lustig ist. Boah, die sich hochgebufft. Sollte man mehr aufpassen, mehr manipulieren zwischendurch. Ja, diese Ordner sind schon nicht ganz ohne. Darf man nicht unterschätzen. Die in der großen Gruppe. Was kriegen wir von euch hier? Ein Dünnaggregat. Na, denken, Dünnaggregat und das andere Ding, Booster, waren für Verkaufen. Was ist jetzt hier hinten eigentlich? Warum kann ich hier hinlaufen? Das ist nicht der Punkt, wo ich hinlaufen sollte, aber gut, hier kann man speichern. Vitratec. Nein, Kollege. Nichts mit Vitratec. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal wirklich anfangen werde, Gegner auszulassen. So richtig, einfach nur durchzurennen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich das in den Stollen machen werde? Wenn wir da unten auf Grand Puls sind. Weil die Stollen, also die Mine, finde ich echt ein bisschen nervtötend. So, was genau? Wieso kann ich, einfach nur wegen Speichern kann ich hier hin, ja? Das ist ja mal voll. Ich glaube, ich habe diese Ecke noch nie mitgenommen. Ist bestimmt für den einen oder anderen witzig zum Farmen, wenn man einfach rein und raus kann, aber nein. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt bereue ich meine eigenen Worte von wegen Gegner mitnehmen, ne? Ja, es wird schon nicht ein verkehrter Fehler sein. Gibt es auch richtige Fehler? Ja, gibt es. Gibt auch richtige Fehler. Manchmal macht man einen Fehler absichtlich, was in der Situation einfach angebracht ist. Auch mal einen Fehler zu machen. Ja, geht ruhig auf Lightning los. Passt schon, ne? Have fun. Beteiligst du dich auch an dem Kampf oder sagst du dir gerade, YOLO, passt schon. Bleib in der Luft. Da gefällst du mir am besten. Weißt du was? Heil mal kurz und du manipulierst mal kurz. Manipulier sie! Nimm ihr alles, was sie hat! Thank you. Noch einer, dann hast du keine Buffs mehr. Gut. Time for another approach. Das macht Bann. Wie fühlt man sich so ohne Buffs, hä? Mädel. Kannst ruhig sagen, dass das scheiße ist. Mich würde es auch ankotzen. So, kaputt. So muss das sein. 3 Sterne nur, okay. Ich wollte, dass ich komplette Offensive fahre. Gut zu wissen. Das Mädel mal umdrehen würde, könnte sie vielleicht von hinten erwischen. Dankeschön. Bin ich jetzt um. Was? Wir haben Pinette wieder gesehen. Das ist doch alles scheiße. Und jetzt greifen wir mal zuerst die Dame an. Damit die nicht dauernd hier bufft. Die bufft nämlich sofort alles hoch bei sich. Die ist schon unangenehm, ne? Die ist schon extrem unangenehm.
So, bist du geschockt? Jetzt nützt dir deine Buffs erstmal nicht mehr so viel. Wir müssen aber gleich definitiv erstmal in den Heilungswall gehen. Genesungswall. Wer ist das nochmal? Ich hab's vergessen. Nur töten, danke, und dann gehen wir in die Heilschlacht, so heißt das. So. Flächenheilung wäre natürlich auch mal was, ne? Haben die beiden das nicht sogar schon? Flächenheilung? Weiß es gerade nicht. Ich weiß, Lightning als Allrounder ist eigentlich nicht die beste Heilerin. Aber so als Nebenheilerin, neben Hope, ist es schon kein kein verkehrtes Ding. Ich hab's zumindest immer so gespielt. Ich weiß nicht, ich mag das. Ja, Vanille ist auch eine bessere Heilerin. Vanille und Hope als Doppelheiler zu haben, ist halt super effektiv. Aber Vanille ist halt kein guter Brecher. Und Lightning ist als Brecher halt auch sehr, sehr gut. Und eine gewisse Offensive ist ja auch kein Fehler. Zazz taugt leider sehr wenig als Brecher und Verheerer. Deswegen spielt man mit ihm eigentlich kaum. Er ist schon ein sehr guter Augmentor, der Beste im Spiel, aber... ihn nur deshalb mitzunehmen, ist halt leider ungenügend. Okay, jetzt aber zur Kugel. Ist zumindest meine Meinung, kann jeder sehen, wie er möchte. Kugel! Lebensretter! Für wen ist denn das? Was für Lightning? Jo. Hat Engel, kleiner TP-Bonus. Ist aber Magie deutlich schlechter, ne? Brauche ich immer noch Giftresistenz an? Für was brauche ich gar nicht mehr? Der Lebensretter. Ich müsste mir den mal angucken. Ich glaube, der war nicht so gut. Ich weiß schon in etwa, auf was ich gehen möchte. Oh Gott, zwei Buff-Ladies. Ugh. Ihr wollt mich aber gerade echt zu Tode nerven, kann das sein? Vor allem, warum können die das eigentlich so schnell machen? Was habt ihr für einen komischen, gecheateten ATB-Balken? Was ist denn das bei denen? Das ist ja echt unfassbar. Übrigens an der Stelle auch mal im Video ein fettes, fettes Dankeschön an die gute Sina. Von Story Games mit Beta. Sie hat mir ein richtig, richtig cooles Bild gezeichnet. Und auf Discord geteilt. Das ich wahrscheinlich als Anzeigebild für den YouTube-Kanal nutzen werde. Nicht als anderen Header. Denn das ist mein ganzen Avatar umschmeißen. Auch bei vielleicht schon. Mal gucken. Das ist zu gut, das Bild eigentlich. Ich muss es. Oh, Fang ist ja. Was hast du denn geschafft, Fang? What the fuck? Du denn gepackt? Holy shit! Lauter Bubble! Und dieses Bild, ich nur mal sagen, einfach so gut, ne? So gut! Die Frau hat ja gefühlt für nichts Zeit, aber das hat sie sich zwischendurch dann nochmal gemacht. Das ist also wow, wow! Mir fehlen einfach die Worte, ich kann kaum gerade aussprechen. Das sieht zu gut aus. Zu gut, um es nicht zu benutzen. Teilt einfach mal in der Community-Sektion. Könnt ihr es selber angucken. Und dann selber sagen, ob ich das als neuen Avatar nutzen soll oder nicht. Wir haben ja dieses Jahr erst den Avatar geändert eigentlich. Aber ich weiß die Entscheidung euch. Ich würde es machen, ich hätte damit kein Problem. Ich finde, das Bild ist so gut, das hat es absolut verdient, benutzt zu werden. Oh, hi! Jumpscare in Final Fantasy 13. Ja, wir verheeren einfach mal, ne? Einfach mal Richtung Schock gehen. Das kann schon kein Fehler sein bei einer Myrmidon-Drohne. Wir können ja mal Verheerer-Manipulator machen, ne? Um mal so rum anzufangen. Manipulation macht ja auch das Verheeren fest. Gegen Starkgegner kann das durchaus ein Vorteil sein.
So. Und ab jetzt ist die Myrmidon-Drohne kein großes Problem mehr. Leider hat er noch irgendeine Fähigkeit, wenn man den Schock-Dings da auf 999 hochbringen kann, ne? Das ballert dann richtig hart. So. Aber ich denke, so wie wir es aktuell machen, ist das ganz okay. Gerade dieser Zustand nochmal hieß, diese Fähigkeit, die man dafür braucht, kriegt man auch erst ein bisschen später. Da habe ich die vielleicht sogar schon, weil ich sehe gerade, der Schockbalken geht wirklich verdammt hoch. Kann ja eine passive Fähigkeit sein. Ich vergesse immer so viel zwischen meinen Durchläufen bei dem Spiel, ne? Ich muss auch gestehen, ich spiele zwischendurch auch ganz gerne die PC-Version und baller dann einfach da den Trainer drauf. Gib mir einfach die besten Waffen von Anfang an. Flammenring. Und schießt dann da einfach eiskalt durch das Spiel durch. Muss ich gestehen, mache ich auch ganz gerne. Habe ich auch schon zwei Runs gemacht mit. Einfach komplett durchdrehen und übertreiben. Jetzt macht das Spiel natürlich dann so super Selbstläufer, wenn man dann wirklich nur noch in dem Fall, das ist, glaube ich, A drücken muss. Es ist schlimm, wenn man alle drei Konsolen hat und man dann mit den Knöpfen da durcheinander kommt, ne? Es ist schon nicht ganz nett, wenn ihr alle immer nur auf einen losgeht, ne? Ich möchte das mal anmerken. Ich finde das nicht korrekt. Erstmal Lightning. Weil sie steuern wir gerade. Wenn sie kaputt geht, das wäre schlecht. Dann Hope. Könntest du übrigens auch noch... Wenn du das noch Fang machst, dann gehe ich schon mal wieder auf grüner Trille vor. So. Hau jetzt ab, du blöde Kuh. So. Rundumschlag! Zack, zack! So, und dann können wir wieder auf den Blitzschlag gehen. Und ein bisschen schocken. Für Hope, glaube ich, Sinn, wenn wir ein Item machen würden, darauf hinarbeiten würden, dass er automatisch das Kampfbeginn Protest hat. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Übrigens, für das Item, mit dem wir besser farmen könnten, müssten wir Steve-Statue Mission 13, war das, glaube ich, machen. Und damit die ja gar nicht machen wollen, werden wir ohne das leben müssen. Und dann brauche ich für Stufe 9, ich glaube, 40 Runden gegen ein bestimmtes Gegner drin. Um Kristallium Stufe 9 in den Hauptrollen vollzukriegen. In den Bonusrollen sowieso nicht. Das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ich heile jetzt Fang nicht. Ja, block du nur, das ist egal. Du bist gleich geschockt und dann hast du sowieso ein Problem. Weil ich jetzt Bock habe, hier ist das Sturmkommando. Und hau dir richtig eine rein. So. Fang, du bekommst eine Chancen genug. Wie viel haben wir eigentlich gerade? 9000, okay. 9000, das ist nicht übel. Ist ganz gut. Vielleicht werden wir die aktuelle Kristallgrimmstufe sogar noch ein bisschen füllen können. Und wenn sie nicht voll kriegen, dann mache ich mir keine Illusion. Ich sag dir, jeden Gegner mitnehmen, aber auf eine Drohne habe ich jetzt echt keinen Bock. I'm sorry. Das ist mir ein bisschen zu viel. Lohnt sich auch kristallpunkttechnisch überhaupt nicht, gegen die Drohne zu kämpfen. Die hier vorne nehme ich gerne wieder mit. Das ist okay. Och, sind hier viele, ey. Also hier kann man echt auch ganz gut Kristallpunkte farmen, wenn diesen Gang einfach immer wieder langläuft. Also das lohnt sich schon, wenn man noch ein paar Punkte braucht. Wir haben aber sehr gut gefarmt im letzten Kapitel. Wir sind sehr gut vorangekommen mit den Kristallien. Also wir können es uns leisten, dass wir jetzt hier nicht so penibel alles abgrasen. Dennoch sei gesagt, grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, jeden Gegner mindestens einmal mitzunehmen. Gilt generell für JRPGs. Ja, hier hört man echt ein bisschen zu beschissen mit Gegnern. Was auch sinnig ist, ist ja das große, große Hauptschiff von denen hier in der Gegend aktuell.
So, ist hier noch irgendwer? Nein, alle tot, gut, passt. 384. Pff. Ah, ihr lohnt euch nicht so vor. Jede Menge Ordner. Jede Menge Ordner. Okay, wir fangen in dieser Folge schon an, Gegner vorbeizurennen übrigens. Ich wollte aber auch nicht 100 Jahre in dem Gang jetzt hier verbringen. Ich glaube, was Kämpfe angeht, kann man sich auch nicht beschweren, dann mache ich genug. Und lassen wirklich nur wenig aus. Jetzt ist halt noch ein bisschen mehr, gerade in der Folge. Aber ich hoffe, das ist okay mit euch. Ich glaube, nach der Folge werde ich mal ein bisschen Zeugs verkaufen und ein paar Materialien einkaufen, um die Waffen entsprechend hoch zu züchten. Was ist denn hier kaputt, ey? Alter. Ja, genau. Ordner mit Drohne. Mhm. Na klar. Naturellement. In die Kugel. Danke. Pandoras Speer. Das war nicht der, den ich haben möchte für sie. Ne? Den kann ich verkaufen. Ich hab doch schon upgegradet. Okay. Manipulation plus. Natürlich lecker, ne? Ist natürlich lecker, aber ihr seht's ja selber. Es lohnt sich gerade für uns nicht. Den müssten wir erstmal ein bisschen hochzüchten. Nö, 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 nö. Genau, so gibt man die Wespen um. Alright, time to split. Not run, there's a difference. Gotcha. Let's go. Erstmal unsere Waffen wieder geholt, sehr schön. You'd rather die? What? Cause that's gotta scare you. Scares me. Scares me so much. I think I might die of fright. So, I push myself to live even harder. I can just imagine Dodge laughing at me talking this nonsense. Right now, I'd do anything to see that smile. Stay positive, right? Ja, das sagt sich immer so leicht, ne? Und damit ist der Spaß vorbei, zu dritt zu kämpfen. Bin ich nie gut. Bin ich gar nicht gut. Ist aber nicht lang, der Abschnitt. Geht schon. Bist du dabei dann? So. Was haben wir jetzt eigentlich? 19 Stunden und 36. Okay, wir machen noch ein bisschen. Oh, Absala! Ei! Ei, 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 ein Pudding. Hab dich überrascht? Es ist ein neuer Pudding dabei. Wir werden aber erstmal den Sunny-Pudding platt machen. Weil der natürlich heilen kann, das wollen wir nicht. Und dann den neuen. Pudingunator. Der kann jetzt auch nicht so viel. Also die Puddings sind echt keine große Gefahr. Zumindest in kleineren Gruppen. In größeren Gruppen natürlich, wie jeder Gegner, können auch die eine Riesenbedrohung sein. Gut gemacht, Winne. Und jetzt beenden wir das Ganze.
Und zack. Und zack. Und tot. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Keine Kugel. Okay. Hätte ja sein können, dass es da eine Kugel gibt. Man nennt es Schalter, Vanille. Man drückt drauf und etwas passiert. Selbstzerstörung. Das wär's jetzt gewesen. Hallo, Pudding. Ihr seid ausgebrochen, aber warum? Ja, weil die anderen doof sind, die ihr geschickt habt, deswegen. Und du fängst uns nicht wieder ein. Warum haben die eigentlich... Ich frag gar nicht erst. Warum man einen Pudding... augmentieren würde. Mit komischen grünen Leuchtstäbchen im Schädel. Um ihn dann hier einzusetzen. Ich glaube nicht, dass Puddings generell so viel Intelligenz verfügen und dass sie sich lohnen würden als Soldaten. Ja gut, vielleicht gerade sogar deswegen. So, Präventivschlag bitte. Gegen die beiden Pudding-Autoren. Und dann zack. Beide geschockt, sehr gut. Wenn wir jetzt den anderen schnell genug töten, dann können wir auch noch was vom Schockzustand bei dem zweiten auskosten. Genau so. Und dann könnt ihr schön sterben. Zack. Zack. Da. Die lohnen sich auch kristallpunkttechnisch überhaupt nicht, die Gegner hier. Die könnte man öffnen, denn das schützt eine Kugel. Verteidigt von drei komischen Puddings. Das sag ich ja. Aber wir kämpfen mal. Oh, haben wir es auch hingekriegt? What? Wir haben das ja doch hingekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Weil der eine ja genau in unsere Richtung geguckt hat. Das meine ich. Die lohnen sich nicht als Soldaten. Die sind dann einfach doof. Die sind halt einfach scheiße, kacken, doof. Ja, genau in unsere Richtung geguckt. Ich meine, ich mag sie. In Final Fantasy 13.2 sind sie genial. Die Sunny Puddings. Da will man so einen dabei haben. Ich frage mich echt, ob ich das irgendwann... Ja, wahrscheinlich werde ich es tun. Wahrscheinlich werde ich es playen und einfach so schnell overpowered sein kann, dass es eh schon egal ist. Da rennt man einfach durch das Spiel. Es ist halt absolut... Königswehr. Das war, glaube ich, ein geiles Item. Das war, glaube ich, ein richtig geiles Item. Königswehr. Yo! Physisch, magisch, das braucht auf jeden Fall Hope. Das brauchen wir eigentlich mal drei. Königswehr ist richtig geil. Ein Item, das man unbedingt mitnehmen will. Da führt kein Weg dran vorbei. Will ich die mitnehmen da drüben? Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich leider überhaupt nicht. Schwabbelschleim. Ja, außer Komponenten. Schleime geben ganz gute Komponenten zwischendurch tatsächlich. Aber nein, muss jetzt nicht sein. Wir müssen nicht wirklich jeden Gegner mitnehmen. Das ist auch übertrieben. No, not this time. For once in my life, I am going to save her. All right, now you're talking. Let's go. Von Rot zu Grün zu Purpur. Die haben eine komische Auswahl an Farben für Alarmstufen. Vor allem, was die Bedeutung von denen angeht. These colors, what's it mean? Means we're doing our job. Making a lot of SciComm guys nervous. Who are they fighting? Anil. Jupp. Okay, wir sind wieder in unserem Dream Team. Let's hurry it up. Anil's waiting. Ja, ich würde ganz gerne speichern. Was wäre aber was hier? Öfzug, da ist ein Speicherpunkt. Und wir sind in einem unwahrscheinlich ungemütlichen Gebiet. Oh, ich erinnere mich gerade an dieses Rondell. Vespiz und Drohnen.
Ja, hier bin ich nicht so ganz so gerne. Ah, gut. Müssen wir durch. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie ihr den Kanal unterstützen könnt. Macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.